Ich glaube, dass Eintracht Frankfurt einen sehr guten Platz machen wird, weil sie sehr guten Kader haben jetzt. Weil allein schon wegen Da Costa und noch die anderen Transfer, die gemacht haben, werden sie schon Europa League, glaube ich, schaffen. Gerade dieses Jahr sind wir wieder Wundertüte ohne Ende. Letztes Jahr war es ja schon so, gerade mit den vielen Leihspielern, sag ich mal. Aber dieses Jahr ist es noch stärker, finde ich, dadurch, dass man gerade mit Allaire und Willems schon investiert hat. Und wir da halt auch ein Risiko haben. Ansonsten, ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine Saison wird wie letzte, dass wir so im Mittelfeld landen zwischen 8 und 12. Ich hoffe, sie bleibt in einem vorderen Mittelfeld. Okay. Ja. Was macht es sich sicher, dass die Eintracht diesmal eben nicht ganz unten reinrutscht? Wir haben einen super Trainer. Die Mannschaft ist, glaube ich, als Team sehr gut. Ja. Und letzte Saison war ja auch nicht so schlecht. Naja, es ist schwierig. Also bei den Neueinkäufen weiß man nicht genau, wo es hingeht. Aber ich hoffe natürlich, dass es für Europa zumindest reicht. Welcher von den Neuzugängen, glaubst du, wird am meisten einschlagen? Wie heißt er denn? Der von Eindhoven kam. Genau, richtig. Also ein Stürmer ist ja immer gut. Und ich glaube, wenn der Meier nicht so gut ist, der Fußballgott, dann wird er das schon schaffen. Ich würde mal tippen, dass sie so ungefähr auch wieder in der Hälfte landen, weil ich glaube, also für Europa wird es nicht reichen. Ja, also ich glaube, die Eintracht hat dieses Jahr ganz gute Chancen, auch vielleicht mal ein bisschen höher anzugreifen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Neuzugänge mit dem Williams sind schon also echt super Leute. Auch der Haller wird hoffentlich einschlagen. Also wenn wir einen richtigen Stürmer haben, dann könnte es vielleicht diese Saison ganz gut werden, hoffe ich mal. Aber wenn wir Hauptsache erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wird schwierig, aber hoffentlich besser als letzte Saison. Mal so einen Tipp abgeben am Ende, welche Platzierung? Platz 8 wäre schon ganz gut, ja. Ich denke, also die hätten schon letztes Jahr gute Platzierungen haben müssen, wenn sie die letzten Spiele da nicht vergeigt hätten. Ne? Aber ich denke, so wie der Mittelfeld, 10. Platz, 9., 10., dann wäre es gut. Hoffentlich spielen sie nicht zum Abstieg. Ne? Ja, ich glaube, die Eintracht wird auf einem guten Platz, so Mittelfeld. Aber Relegation kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also ich glaube so Europa League, knapp Europa League. Gutes Mittelfeld. Warum sind Sie überzeugt, dass die Eintracht diese Saison nichts mit einem Abstieg zu tun hat, was ja viele befürchten, der Experten? Ich denke, dass sie einen ganz guten Kader zusammengesetzt haben und dass es dieses Jahr besser wird als letztes und dass die Mannschaft kompakt zusammenhält. Diesmal holen wir alles, Pokal und Meister. Was macht Sie so sicher? Ich habe es im Gefühl. Gib's im Bauch.